Abdel Nasser Lalouie. Seit 15 Jahren arbeiten die beiden zusammen. Nachhaltigkeit im Boxen, wie sieht das aus? Also wir schauen mal rein jetzt hier in diese vierte Runde. War ein bisschen tief der Auftakt von Arthur Abraham. Aber auch das haben wir im Kampf gegen Kessler gesehen. Da hat er eine richtige Rakete bekommen und ist dann trotzdem hoch und war noch so clever, den Mundschutz auszuspucken, Zeit zu nehmen. Also das ist schon ein erfahrener Mann, der 30-Jährige, der hier dann gleich kräftig antwortet. Trotzdem kann eine solche Serie nicht ohne Wirkung für den weiteren Kampfverlauf gewesen sein. Mutig gegengeschlagen, riskant die Aktion eben. Mehdi Bouadla ist der erwartete Arbeiter mit dem großen Kämpferherzen. Versteckt sich hier überhaupt nicht. Nutzt seine erste Chance auf einen Titel. Es ist ja sein erster WM-Kampf überhaupt. Das ist ihm natürlich in Sachen Erfahrung. Achtung, Mundschutz wollte jetzt sozusagen schnell zurückschieben. Und dann hat Arthur Abraham gleich nachgeschlagen. Seine erste Chance überhaupt einmal zu Titelehren zu kommen. Versuche waren leicht auszumachen von Bouadla für Abraham. Gefällt mir gut, auch in der Kampfeinteilung. Schöne Mischung bei Abraham, die Sports, ein bisschen Luft muss man dann ja natürlich wieder rausnehmen. Stellt sich den Gegner hin, ist präsent. Allein dieses Fintieren reicht natürlich schon, um Bouadla in Arbeit zu versetzen, der hier wieder gut zum Körper trifft. Kurzer Aufwärtshaken. Ja, Arthur Abraham hat wieder Spaß an seinem Sport. Und das sehen Sie auch an diesem Lächeln und auch Marco Huck und unser Cruisergewichtsweltmeister Hernandez werden sagen, Kur, das ist eine ordentliche Vorstellung von Ihrem Stahlkollegen. Also, das haben wir nicht nötig. Zieh vom Brustbein hier ab und hauen tiefer. Hast gehört? Alles klar, sonst ist gut. Aber es hört, diese Kohle brauchst du nicht bringen. In der Mitte bleiben und pass auf, immer konzentriert sein. Er hat schon eine Schote drin. Nicht leichtsinnig sein, du weißt, dass wie schnell das gehen kann, ne? Immer konzentriert sein. So ist gut, warst du locker, aber in der Mitte bleiben. Kollege, du verstehst. Angesprochen war die Szene in der vierten Runde, als er aufgezogen hatte. Und ich dann nur noch ein Oh hineingestoßen habe in die Kommentierung, okay, weil es wirklich gefährlich war. Aber trotzdem am Verlauf und an der Wertung der ersten vier Runden gibt es für mich keinen Zweifel. Bislang alles war Arthur Abraham. Zum dritten Mal boxt er jetzt in Nürnberg. Hat hier mal relativ schnell die Sache beendet, nach vier Runden gegen Piotrowski. Dann gab es mal ein ganz zähes Ding gegen Howard Eastman, 12 Runden lang. Mit Rippenbruch für Arthur Abraham, der hier wieder gut zum Kopf getroffen hat. Hat sich echt durchgequält. Und Sie sehen das und hören das auch über unsere Außenmikrofone. Da funkt richtig was rüber. Bouadla kurz offen gewesen. Respekt, was er da wegsteckt und trotzdem immer noch mitmacht.
Wie hat Uli Wegner über seinen Schützling gesagt? Er hat diese angeborene Raffinesse. Der weiß viel von Natur aus über diesen Sport. Hier hat er einen relativ simplen Treffer gelandet, weil Boadler im Rückwärtsgang die Arme hat fallen lassen. Kurzes Anboxen. Und der Hinweis vom 47-Jährigen aus Maplewood. Oberhalb der Hosen zu schlagen. Wieder harte Hände mit super viel Druck hineingeschlagen von Arthur Abraham. Auch dieser rechte Kopfhaken. Boadler in Not. Mann, Mann. Klare fünfte Runde für Arthur Abraham. Und ich habe die Vokabel Respekt schon benutzt und unterstreiche das nochmal. Respekt für die Vorstellung von Mehdi Boadler, der trotz dieser Serien hier immer noch versucht, nach vorn zu gehen, zum Mann zu arbeiten. Nach Punkten hat er noch nicht eine für sich entschieden. Und das liegt vielleicht auch an dem sehr guten Start, Henry Maske. Wann haben wir den zuletzt mal so offensiv beginnen sehen wie heute? Gut, wir sollen sagen, Boadler passt wirklich wunderbar, wie ich es vermutet habe. Aber Arthur hat sich doch schon zum Teil verändert. Er steht immer wieder am Seil, auch mit einer geschlossenen Deckung, kommt dann aber meiner Meinung nach deutlich besser raus. Häufig hat er früher das Ganze einfach verschleichen lassen und hat erneut sich am Seil gelaufen lassen. Und hier schon auch gezielte Angriffe. Finde ich wunderbar, klar vorgetragen, schön auch gerade Hände dabei, auch gezielt schon klar. Und hier verdeutlicht es noch mehr, wie genau er schlägt. Und wir erinnern uns, wenn wir manchmal, und dabei hat Arthur auch getroffen, Szenen uns von ihm anschauten, wo dann auch viel vorbeiging. Also deutlich gezielter, deutlich anspruchsvoller. Mir gefällt das wirklich sehr gut. Dann freuen wir uns langsam auf die zweite Hälfte. Wir gehen erstmal in die sechste Runde jetzt hinein. Immer noch ganz verhaltene Hinweise von Uli Wegner. Da haben wir ihn ganz anders erlebt. Ich denke an den Kampf gegen Fortune Helsinki. Du bist feige, Arthur, warum steigst du nicht ein? Jetzt ist er in einer anderen Phase mit seinem Vorzeigeboxer im Sauerlandstall, mit Arthur Abraham. Natürlich weiß ich auch, dass diese Nummer 13 bei der WBO nicht die absolute Spitze im Supermittelgewicht darstellt. Aber, was Sie in den Vorberichten eben auch schon gehört haben, er verkauft sich hier teuer, er arbeitet nach vorn und er ist auch in der Lage, auch wenn seine K.O.-Quote nicht so überragend ist, mit knapp 40%, dann ganz ordentliche Hände zu schlagen. Und bestätigt das jetzt hier. War übrigens mal als Gegner von Sebastian Silvester geplant. Damals noch im Mittelgewicht, dieses Gefecht kam nie zustande. Leichte, lockere Hände jetzt wieder zwischendurch von Abraham und dann wieder eingestreut. Nach der Vorbereitung wieder eine mit richtig Strom. Trotzdem nochmal der Augenmerk darauf, dass nach all diesen Serien in der harten fünften Runde Boadler hier den Auftakt, die erste Minute in Runde 6 gut gestaltet hat. Tapfer marschiert ist, versucht hat zu schlagen. Bei Abraham, den hier
Diese 5-6 Hände reicht, die waren schon wieder deutlicher im Ziel als auf der anderen Seite. Aber es ist bislang die fast sogar spannendste Runde jetzt hier. Wow, Respekt nochmal für Boadler. Liegt an den 32 Jahren bei Arthur Abraham. Er hat ja unterstrichen, ich bin fleißiger geworden. Auch eine seltene Vokabel. Galt ja nicht als Trainingsweltmeister. Aber hier musste er, glaube ich, in dieser sechsten Runde in der fränkischen Heimat auch mal ein bisschen durchschnaufen. Und das könnte die erste sein, die bei unserem Gast aus der Nähe von Paris ist. Liste, aufpassen mit Stoppen. Also, wenn Stoppen oben zur Mitte. Und immer wieder ausrichten an der Verteidigung. Nie leichtsinnig sein. Ja, das war Pause. Alles klar, ne? Hab ich euch gemerkt. Aber ich muss mich ja immer wieder konzentrieren, ne? Das, so, sonst ist gut. Machst du gut. Atmen. Hopp. Die Bestätigung vom Champion aus der Ringecke. Dank unserer Mikrofone. Sie sind das gewohnt als Service bei Boxen im Ersten. Ich hatte erst mal Pause. Respekt, Arthur Abraham. Wir haben es mitbekommen und haben es erleben dürfen. Dann warten wir auf den Wiedereinstieg in die zweite Schicht, die Spätschicht mit Arthur Abraham. An diesem Samstag, den 15. Dezember. Boxfinale mit dem Champion. Alles klar. Aber Sie kennen das, manchmal ist das schwierig, nach einer Pause wieder anzufangen. Das war natürlich nicht die große Mittagspause, wo man dann wieder zurückkehrt, wohin auch immer. Trotzdem im Moment sucht er noch ein bisschen mit seinen zwei Fäusten nach seinem Gegner, nach Boadler. Starker Aufwärtshaken, der zweite im Ziel. Wird er sich gleich eine Rüge einfangen, dann in der Ringpause bei Uli Wegner für diese Aktion ohne Deckung. Aber er hat natürlich auch gemerkt, dass der erste Aufwärtshaken bei Boadler schon Wirkung hinterlassen hatte. Und wieder mit links diesmal, variabel, nicht mit rechts eingestiegen. Cut-Verletzung bei Boadler. Punch. Keep going. Punch. Und der Hinweis von Mark Nelson, dass das durch einen regulären Schlag passiert ist. Sehr gut vom Ringrichter. Und sehr gut auch das, was Arthur Abraham nach Pause in Runde 6 um Himmels Willen, was war das denn für ein Pfund eben, da gemacht hat. Boah, die kam genau auf den Punkt. Für mich fast ein Wunder, dass Boadler noch auf seinen zwei Füßen steht. Und Sie sehen es am Gesicht von Abraham, dass er um seine Chance weiß. Natürlich weiß er das. Boadler atmet schwer. Und er trifft ihn jetzt auch leichter. Ja, alle drei Hände drin. Come here, Arthur. Und der Mundschutz ist noch drin, aber die Untersuchung bei Dr. Walter Wagner wegen dieser Cut-Verletzung, wenn es direkt in diesem Augenbereich drin ist, also nicht am Lid, dann ist das eigentlich gefährlicher. Und deswegen berechtigt.